Eindruck. Danke, Rotschopf. Wenn du noch etwas brauchst, komm wieder her. Im Anrecht passiert nichts Interessantes mehr. Das
Fangricht kennen. Manche haben Angst. Darum stoßen wir so rein. Hat die Tillisten öffnen vielleicht die Grenze? Stell dir mal die Möglichkeiten vor. Dann haben wir wohl ein neues Thema. Sie mich wegen der Schlägerei rund gemacht. Wie ich hörte, schon wir dir Zeit, dass wir wieder arbeiten können. Hallo. Hast du gestern was getrunken? Schmeckte nicht wie sonst. Sag mir, das alte war ein echt gutes Bier. Ja. Bleib mal. Retterin! Nur du kannst helfen. Carnova. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, aber... Die Eklipse. Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Carnova? Aloy ist es, die sie besiegt hat und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Larovik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich. Und dann wollte Larovik mich töten. Ich wehrte mich. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Larovik mit der Eklipse verbindet. Und da Connor war den Mord nicht bestreitet, verurteilte Nosar ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Larovik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich ging das schon verdammt weit hergeholt. Man schreit Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge durch das Tor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Nosar wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Nosar ließ sich nicht ablenken, die Sonne hüte ihn. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig, also ließ es jemand absichtlich offen. Und Larovik, nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt. Und als Larovik die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und... Larovik griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich. Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Warum glaubst du ihm nicht? Wir waren im Wald, haben Laroviks Bett durchsucht, mehrmals, und nichts gefunden. Also, Canova ist ein guter Mann. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder. Aber für Nosar zählten nur Fakten und die anderen folgen seinem Beispiel. Und Fakt ist, dass Connor Volarovic getötet hat. Er bestreitet es nicht, richtig? Nein, aber da draußen sind noch mehr Eklipse. Es keine Beweise für diese ganze Eklipse-Sache gibt. Also, Tote kann man nicht befragen. Aber wenn du Eklipse-Soldaten siehst, die im Wald Pläne aushecken, dann sag Bescheid. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eklipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Immer mit der Ruhe, Soldat.
an, als ob es gleich friert. Sachen für den Vorrat. Oh, ich wurde entdeckt.
lieber dahin zurück, wo du hergekommen bist, Nora. Hätte nicht gedacht, dass du... Sei willkommen, Fremde. Wie läuft's, Hammerkopf? Was quasselt ihr denn da? Wir haben doch... Wenn du ein paar Schnäppchen hast, dann ist es gut. Alex, Tore sind noch offen. Hat er gerettet haben? Sie
vergiss nicht, ich habe die besten Rüstungen auf dem... Das Glück ist mit den stark Geschmiedeten. Kämpfe gut und... Sei gegrüßt. Wie läuft die Suche? Also das. Was brauchst du alles für deine Spezialität? Zunächst mal eine gewählte Metallplatte. Die kann ich benutzen, bis ich eine neue Pfanne habe. Du findest bestimmt eine in einem Wühlerhaufen nordöstlich von hier. Ich mach sie sauber, keine Sorge. Und für das Gericht brauche ich Wildfleisch und eine Handvoll Bitterkraut. Dann kann ich loslegen. Ich sollte dann mal los. Gut. Das kommt für später zum Vorrat. Eine gute Farbe. Ein alter Karja-Wachturm. Was wohl drin ist? Thank you.
Okay, fast geschafft. Spiegelt die Sonne und schickt ein Signal. Sieht wie eine Linse aus. Die behalte ich erstmal. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat.
Irgendwann werde ich schon trocknen. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn.
bisschen Grünglanz vorsichtig lösen.
kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Come on.
reicht nicht. Keine Metallplatte. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Eine gute Metallplatte für Mildur. Jetzt muss ich nur noch Bitterkraut sammeln.